Super, vielen Dank. Ja, es freut mich sehr, dass so viele jetzt heute in unserer Session dabei sind. EdTech Demo Day. Ich würde einfach den KI Campus kurz vorstellen und dann gerne auch auf Fragen eingehen. Wir haben, Sie müssten eigentlich am rechten Rand ein Q&A-Tool sehen. Da würde ich später dann mal reinschauen und Ihre Fragen da auch aufnehmen. Und ach so, den Chat haben wir auch, genau. Vielleicht kann man den auch nutzen. Super. Ja, und ich steige einfach direkt mal ein. Es gibt hier eine Content Library im Tool, direkt im Raum auch. Da habe ich eine Präsentation hochgeladen, die Sie sich dann auch gerne später runterladen könnten. Es müsste jetzt, ich hoffe, das klappt auch, die erste Folie zu sehen sein. So, und da würde ich einfach, ach super, ach perfekt, ich kriege das Daumen hoch hier von allen mit. Dann können wir da jetzt einfach kurz drauf eingehen. Also nochmal herzlich willkommen, KI Campus, die Lernplattform für künstliche Intelligenz. Da würde ich jetzt ganz kurz einfach hier auf die nächste Folie gehen zur Vision. Entschuldigung, ich sehe das nur sehr klein hier und so, jetzt habe ich es größer gemacht. Perfekt. Entschuldigung, kleine technische Probleme hier. Die Präsentation können Sie sich in aller Ruhe nach dem Termin heute nochmal anschauen. Jetzt möchte ich eigentlich nur ganz kurz vielleicht so ein bisschen auf die Geschichte des KI Campus eingehen. Die Konsortialpartner, die haben wir hier dargestellt mit den Logos. Der Stifterverband ist dabei, das DFKI, das Hasso-Plattner-Institut, NeoCosmo und das MMB-Institut. Und gemeinsam sind diese fünf Partner im Oktober 2019 in dieses Pilotvorhaben, in dieses F&E-Projekt, das durch das BMBF, durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, gestartet. Also es wird oder ist ein dreijähriges Pilotvorhaben. Und was wir uns da auf die Fahne geschrieben haben, unsere Leitprinzipien, da würde ich einfach ganz kurz nur drauf eingehen. Interoperabilität und Kooperation mit anderen Plattformen ist uns sehr wichtig. Lernende und Lernprozesse stehen für uns im Mittelpunkt. Didaktische Konzepte sind für den KI Campus zukunftsfähig, innovativ und sollen soziale Lernformate beinhalten. Auch die Produktentwicklung ist partizipativ, nutzerorientiert. Wir benutzen auch selber KI-Verfahren auf der Plattform. Und ganz wichtig ist auch die Offenheit von Ressourcen, Quellcode. Und was jetzt hier nicht so spezifisch genannt ist, was ich aber auch gerade im heutigen Kontext nochmal sagen möchte, auch die kostenlosen Kurse. Wir möchten KI-Kompetenzen in der Breite fördern. Wir möchten Lernenden die Möglichkeit geben, KI zu verstehen, zu hinterfragen, zu gestalten. Sie sehen, hier gehen wir auch kurz auf die eigenen Lernangebote ein und externe. Das würde ich gleich, wenn ich die Plattform zeige, da dann nochmal am Beispiel auch zeigen. Wir haben einige Zahlen hier mitgebracht, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Das können Sie sich gerne dann später auch anschauen. Und dann komme ich schon auf die Zielgruppen zu sprechen: Studierende, Berufstätige, lebenslang Lernende. Das sind die Zielgruppen, die wir für uns jetzt auch in unserer Arbeit immer wieder vor Augen haben, für die wir diese Lernangebote kuratieren und entwickeln. Aber, und da habe ich gleich auch eine kleine Abstimmung noch mitgebracht, aber wichtig sind für uns auch die Lehrenden an den Hochschulen, die nämlich unsere offenen Angebote weiter nutzen können. Und das wollen wir natürlich unterstützen, wo das nur geht. Wir haben unterschiedliche Lernformate, Learning Nuggets, Micro-Content, gesamte Kurse gibt es bei uns. Module und Micro-Degrees werden auch angeboten, noch nicht im Moment, also das werde ich auf der Plattform gleich nicht zeigen können.
können, aber die werden gerade auch entwickelt. Also das ist auf jeden Fall etwas, was in Zukunft da kommen wird. Wir haben hier einige unserer Partner aufgelistet. Es sind noch viel mehr als die, die wir hier zeigen können. Und auf dieser Folie sehen Sie die Landkarte, wo KI Campus Originale und Lehrfellowships verortet sind. Die beiden Begriffe sagen Ihnen vielleicht jetzt gerade noch nichts. Das werde ich aber gleich dann auch noch mal zeigen, wenn wir uns die Plattform anschauen. Schwerpunktthemen zeige ich auch auf der Landkarte und dann kommen wir jetzt bei den Folien hier auch schon zu einigen Screenshots, die wir uns jetzt hier, also ich springe einfach mal ganz schnell durch, aber die werden wir uns jetzt hier gar nicht weiter anschauen, weil wir da lieber auf die Plattform selber gehen und uns mit den Folien hier nicht weiter beschäftigen wollen. Ich wollte nur ganz kurz da durchführen, die Mission, dass wir KI-Kompetenzen durch innovative digitale Lernangebote stärken und natürlich möchten, dass Sie mitmachen. Wir haben auch hier hinten nochmal unsere Kontaktinformationen, aber Sie kennen ja dann auch die Webseite und finden Sie da auch nochmal. Aber ja, das ist alles in der Content Library hier, wo Sie sich diese auch runterladen können. So, dann würde ich das jetzt mal gerade schließen hier und direkt eine Abstimmung starten. So, was ist Ihr Interesse am KI Campus? Damit ich so ein bisschen Gefühl kriege, ob ich hier überwiegend Lehrende oder überwiegend Lernende vor mir sitzen habe, sage ich mal, oder vor dem Rechner sitzen habe, im Publikum habe. Sie können tatsächlich mehrmals abstimmen, also wenn Sie an beidem interessiert sind, können Sie das gerne auch machen. Für mich ist einfach nur wichtig, wo ich vielleicht so ein bisschen Fokus lege, was ich hier gleich vorstelle. Ah, interessanterweise hält sich das auch so ungefähr die Waage. Ich glaube, ich hatte es so eingestellt, dass Sie das auch lesen können oder sehen können. Falls doch nicht, also es ist jetzt 50 zu 48. Doch, ich sehe ein paar Daumen hoch. Super, Sie können es auch sehen. Also es hält sich wirklich die Waage. Perfekt. Dann schauen wir uns alles an. So, wo teile ich jetzt hier Screenshare? Ups. So, den KI Campus teilen. So, jetzt befinden wir uns auch hier schon auf der Plattform. Und ich hatte eben in den Chat die Adresse auch nochmal reingeschrieben. Falls Sie nebenher jetzt auch schon draufklicken wollen und selber ein bisschen rumklicken, können Sie das natürlich gerne machen. ki-campus.org ist die Adresse. Und ich würde, bevor wir hier uns ein paar, ein paar Use Cases vielleicht auch anschauen, so in einige Hintergrundinformationen vielleicht auch gehen, die Sie vielleicht so auf Anhieb nicht unbedingt mitkriegen. Gerade auch, weil wir jetzt viele Lehrende hier im Publikum haben, würde ich tatsächlich mal mit der Community anfangen. Weil das für uns natürlich sehr wichtig ist. Wir arbeiten für die Community, aber vor allen Dingen auch mit der Community. Und wir brauchen Ihre Impulse aus der Community, um unsere Arbeit überhaupt machen zu können, um hier auch weiterzukommen und um neue Impulse da zu verarbeiten. Vielleicht gerade nochmal, ich bin einfach oben auf Community gegangen und das ist diese Übersichtsseite. Hier gibt es Aktuelles, natürlich diese Woche beim UF, beim University Future Festival, das wissen Sie ja alle. Aber hier möchte ich direkt nach unten gehen zum KI Campus, beim KI Campus engagieren. Da haben wir nämlich unseren Community Chat. Wir haben eine Mattermost-Instanz für den KI Campus und da können Sie sich einfach anmelden. Und hier sind unsere Experten und Expertinnen unterwegs, die sich bereits im KI Campus engagieren. Und hier können Sie dann auch diese Personen kennenlernen, mit denen dort chatten und auch zu unterschiedlichen Themen einfach Informationen erhalten. Das wollte ich direkt mal am Anfang hier aufzeigen. Dann hatten Sie eben schon gesehen, es gibt KI Campus Originalkurse und es gibt externe Kurse oder kuratierte.
Und was es mit diesen Originalen auf sich hat, würde ich hier mal beim Wettbewerb zeigen. Der Wettbewerb, da hatten wir jetzt gerade den zweiten, also es gab einen bereits 2020 im letzten Jahr und jetzt gerade gab es einen neuen. Und die Projekte, die sich im Wettbewerb durchsetzen konnten, die haben eine Förderung erhalten, um Kurse für oder Lernangebote für den KI Campus zu produzieren oder mit dem KI Campus zu produzieren. Also es gibt unterschiedliche Szenarien hier, aber das wollte ich aufzeigen. Hier kommen die KI Campus Originalkurse her. Es gibt unterschiedliche Szenarien, wie ich gerade auch schon gesagt habe, also nicht nur aus dem Wettbewerb, auch zusätzliche, aber das ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Auch die Fellowships möchte ich hier nochmal hervorheben. Da habe ich auch schon einige Namen hier gesehen, einige Personen, die tatsächlich auch in den Fellowships vertreten sind oder die hier auch eine Förderung erhalten haben. Die Fellowships setzen die KI Campus Originale in ihrer Lehre ein. Also das ist genau eins dieser Szenarien, die wir erreichen möchten. Unsere offenen Angebote, also die offenen KIC Originale, werden von Lehrenden in der Lehre eingesetzt als Open Educational Resources. Und hier sehen Sie jetzt die aktuellen, also die brandneuen Projekte werden hier vorgestellt. Und Sie können sich hier vielleicht auch Anregungen holen, was für Projekte da mit KI arbeiten. Wo wird denn KI überall eingesetzt? Das ist wirklich sehr interdisziplinär an manchen Stellen. Also wirklich sehr interessante Projekte. Ich scroll hier mal ganz so runter. Hier gibt es nämlich auch noch den Button zum letzten Jahr. Da können Sie sich auch die Projekte aus dem letzten Jahr anschauen. Das war alles unter dem Reiter Community. Expert Labs möchte ich dann auch noch einfach ganz kurz vorstellen. Können Sie dann auch im Nachgang nochmal lesen. Aber zu diesen Themen, also Medizin, Hochschullehre, Schule, gibt es hier Expert Labs, wo sich Gruppen von Expertinnen und Experten austauschen zum Thema. Wenn es Fragen dazu gibt, haben wir auch die Kontaktpersonen hier. So, und vielleicht ganz kurz über uns, da finden Sie diese Informationen, die auch in der Präsentation eigentlich eben schon dargestellt waren. Die gibt es ja auch nochmal, das Team. Und sehr wichtig natürlich auch der Beirat, der uns berät und mit dem wir zusammen hier den KI Campus gestalten. So, und jetzt gehe ich endlich in die Lernangebote rein. Ich fange mal auf der Startseite an, hier auf unserer Landingpage. Es gibt hier oben ein Video zum KI Campus. Das kann man dann hier starten. Würde ich jetzt natürlich aufgrund der Zeit hier nicht machen. Aber hier gibt es, es gibt unterschiedliche Wege, unterschiedliche Szenarien, Anwendungsfälle, wie man auf dem KI Campus lernen kann. Vielleicht eine Person, die davon gehört hat vom KI Campus, aber gar nicht so richtig weiß, was das jetzt ist und vielleicht auch nicht unbedingt was mit KI zu tun hat, kann sich über diese Startseite einen allgemeinen Überblick verschaffen. Man kann sich kostenlos registrieren. Vor allen Dingen sind auch die Angebote alle kostenlos. Es gibt eigene und kuratierte Lernangebote, hatten wir gerade schon gesehen. Unterschiedliche Formate gibt es. Und dann gibt es hier so einen Einstieg, wo man sagen kann, ich möchte eigentlich KI erstmal nur kennenlernen. Ich weiß gar nicht so recht, was ich damit machen werde. Oder ich studiere schon und brauche da fachspezifische Informationen und weiß genau, was ich da möchte. Und dann auch KI anwenden, wenn ich vielleicht, sagen wir, aus der Medizin komme, könnte ich hier vielleicht dann zur Medizin, also zu Anwendungsgebieten, dann einen Einstieg finden. Aber das sind allgemeine, also ich gehe einfach mal hier auf KI kennenlernen. Da gibt es einen kurzen Absatz dazu und dann direkt schon die Lernangebote. Und hier könnte ich jetzt draufklicken, zum Beispiel Schule macht Daten, und lande auf so einer Kursdetailseite, wo ich einfach mehr zum Kurs erfahre. Ich gehe aber nochmal schnell zurück, weil die drei, das ist mir jetzt nicht genug. Da würde ich gerne einen besseren Überblick kriegen. Ich gehe mal auf mehr Lernangebote. Hier lande ich jetzt in einer Übersicht. Ich bin unter den Lernangeboten, unter den Kursen.
Und es wurde bereits der Filter KI kennenlernen ausgewählt, dadurch, dass ich ja über diese Startseite gekommen bin, wo ich KI kennenlernen, erstmal KI kennenlernen wollte, sagen wir mal. Hier gibt es jetzt ganz viele Lernangebote. Und Sie sehen, ich gehe nochmal hoch, zum Beispiel hier ist ein KI Campus Original. Also Sie sehen das in diesem Feld hier oben links. Das sind Angebote vom KI Campus. Es gibt Partnerangebote, zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut. Da haben Sie ja schon gesehen, das ist ein Konsortialpartner. Daher ist es ein Partnerangebot. Und es gibt externe Angebote. Es gibt natürlich, wie Sie wissen, schon ganz tolle Angebote auch auf dem Markt, die halt durch unsere Expertinnen und Experten kuratiert wurden, wo wir gesagt haben, das sind gute Angebote, die sollte man hier auf jeden Fall auch auflisten. Und das sind dann diese externen Angebote. Ja, und dann kann man das auswählen und wieder wie auch eben bei dem ersten Kurs lande ich dann hier auf einer Detailseite, wo ich mehr zum Kurs selber erfahren kann und mich dann hier oben auch einschreiben kann und zum Kurs gehen kann, wenn ich möchte. Bevor ich das aber tue, würde ich auch gerade nochmal auf die Themenfelder hier eingehen. Denn da haben wir, das ist jetzt ein ganz neues Feature, wir sind ja, wir entwickeln uns immer weiter und die Themenseiten sind jetzt erst seit wenigen Wochen auf der Plattform und hier können Sie also erstmal, das ist erstmal nur eine Auswahl, KI in der Medizin, KI in der Schule, Data Literacy und maschinelles Lernen, können Sie über die Themen erfahren, was es hier für Kursangebote gibt, oder auch Video, also die Formate sind unterschiedlich, Video, Podcasts. Und hier gibt es dann auch mehrere Seiten. Veröffentlichungen haben wir hier verlinkt zum Thema Medizin. Expertinnen sind hier verlinkt und auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also zu diesen Themen könnten Sie halt auch, also es wäre ein anderer Use Case, wie Sie hier vielleicht, wenn Sie im Bereich Schule arbeiten und da einen Überblick erhalten wollen, was es an Lernangeboten gibt. Also hier könnte man dann zum Beispiel auch auf die zweite Seite gehen und sieht das hier dann auch wieder mit originalen externen Kursen. Und ja, das sind unterschiedliche Ansätze bei den Lernangeboten. Wenn ich da einfach auf die allgemeine Seite gehe, die hatten wir eben auch schon gesehen, da gibt es diese Filter und die kann ich auswählen. Da kann ich gucken, zum Beispiel eigentlich möchte ich einen Podcast haben, den ich so nebenher hören kann, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder auf dem Weg zur Uni oder wie auch immer und kann mir diese Podcasts hier dann anschauen, beziehungsweise halt hier dann auch hören und auch direkt zu den Seiten dann auch gehen, wo ich die abonnieren kann. Ich würde vielleicht auch bei den Videos gerade nochmal zeigen, da gibt es unterschiedliche, wenn ich hier könnte ich direkt auf der Kachel draufklicken und würde da dann auch schon eine Vorschau sehen oder wenn ich zur Seite geht, da habe ich dann auch nochmal einen größeren Videoplayer, wo ich dann auch zu YouTube gehen kann oder Vimeo, wenn es da zum Beispiel gehostet ist. So, das sind so diese ersten Seiten, wie man hier Lernangebote finden kann. Und ach so, vielleicht haben Sie auch, wenn Sie in einem Kurs sind, Sie haben von jemandem über einen Kurs gehört. Ich sage jetzt einfach mal Amalea, dann kann ich auch suchen. Ich kann direkt danach suchen. Und Amalea wird in einem Blogpost erwähnt, wo wir nämlich jetzt ganz neu Leistungsnachweise eingeführt haben. Aber es gibt auch einen Kurs Amalea. Dann schaue ich hier mal. Ach super, das sieht ja interessant aus. Ja, da würde ich mich gerne einschreiben und gehe in den Kurs. So, und nun befinde ich mich tatsächlich im Kurs direkt, weil das ist ein Originalkurs. Und hier gibt es jetzt Kursdetails, die teilweise die gleichen sind wie auf der Übersichtsseite, aber Sie sehen schon, das ist noch mal viel ausführlicher.
Hier können Sie dann auch sehen, wenn Sie 60% der Aufgaben oder wenn Sie alle Aufgaben mit mindestens 60% der Höchstpunktzahl erreicht haben, können Sie einen Leistungsnachweis erhalten als Lernende oder Lernender oder eine Teilnahmebestätigung bei 50%, wenn Sie auf 50% der Kursunterlagen zugegriffen haben. Richtlinien für die Leistungsnachweise haben wir hier auch verlinkt. Also sowas finden Sie alles hier in den Kursdetails. Das Lernmaterial ist hier vorne. Da gibt es erstmal ein Syllabus und dann für jede Woche. Also es kommt dann auf den Kurs an, wie das organisiert ist. Aber hier gibt es dann unterschiedliche Videos zum Beispiel. Oder hier die erste Seite war jetzt Text, was wir gerade hatten. Da ist hauptsächlich Text. Dann gibt es Videos und es gibt unterschiedliche Formate hier. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit H5P und ja und anderen Formaten auch. Programmierübungen haben wir hier mit dabei und das Diskussionsforum gibt es. Das ist jetzt dieser Kurs ist relativ neu. Da gibt es jetzt noch nicht so viel, aber einige auch. Und das ist jetzt, also ich bin jetzt hier mit einem Test-Account eingeloggt. Da sehen Sie schon, ich habe jetzt hier noch nicht so viel in dem Kurs gemacht, aber 14%, also diese ersten beiden Sachen hatte ich mir angeschaut und hier würde man dann sehen, hier würde man die Punkte sehen für die Quizze, die ich gemacht habe und hier dann auch, was ich besucht habe, was halt für die Teilnahmebestätigung und den Leistungsnachweis wichtig ist. Ankündigungen, wenn es da was gibt im Kurs, würden auch hier gefunden werden. Und Lernräume gibt es tatsächlich auch für diesen Kurs, was auch super ist. Wenn ich jetzt, also hier bin ich jetzt durch oder über das Portal, über diese Kursdetailseite bin ich hier reingekommen, weil ich mich hier eingeschrieben habe. Ich könnte aber auch, wenn ich hier ankomme, ach so, Entschuldigung, ich habe hier gar nicht, also ich war jetzt schon angemeldet, also den kostenlosen Account würde man dann hier oben, da würde man sich registrieren. Und wenn ich mich jetzt aber hier, wenn ich hier lande auf der Startseite, ich bin schon angemeldet oder habe mich gerade angemeldet, dann kann ich auch zu meiner Seite gehen und kann hier direkt schon sehen, das sind alle KI Campus Originalkurse, in die ich mich eingeschrieben habe und kann dann hier entweder die Kursdetails mir anzeigen lassen oder gehe direkt zum Kurs, wo ich dann da lande, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, wenn ich zum Kurs gehe. Ich könnte ihn als abgeschlossen markieren. Aber ja, das ist hier da die Plattform, wo dann all meine Kurse angezeigt werden und wo ich dann auch lernen kann. So, jetzt sind wir schon sehr in der Zeit fortgeschritten. Ich würde jetzt einfach nochmal hier zurückgehen und ich teile das mal weiter und komme mal in den Raum und schaue, ob da Nachrichten sind. Ich schaue mal in den Chat rein. Gibt es hier Fragen? Sonst, wir können das auch so machen, dass man sich melden kann, wenn Sie was sagen möchten, wenn das vielleicht zu schwierig ist zu schreiben. Weiß nicht, zu schwierig, aber vielleicht sich damit. Vielleicht, wenn ich mich an der Stelle dazuschalten. Ja, super. Ein paar Fragen im Chat aufgetaucht. Darf ich sie vielleicht einfach vorlesen, Frau Delvers? Bitte. Danke. Ach so, die Fragen vor. Ja. Wir haben noch 5 bis 10 Minuten Zeit. Da könnte man den Chat eigentlich durchgehen. Super. Kurse zur Robotik, fragt Jürgen. Ich nehme mal heraus, die Leute mit Vornamen anzusprechen, weil die so angezeigt werden im Chat. Da wurde schon ein Kurs verlinkt, auch vom KI Campus zur Robotik. Die nächste Frage, was für Kurse sind das? Hybrid, MOOCs oder OERs? Okay, ja, also tatsächlich, die Antwort ist ja. Es ist alles. Alles ist dabei. Also auf jeden Fall OER. Also sie können alle weiter verwendet werden. Die Kurse, also das, was wirklich als Kurs auf der Plattform dann auch liegt, gerade auch diese hier, also das sind schon MOOCs. Also das sind
das sind richtige Kurse. Es gibt aber auch Originale, die dann zum Beispiel nur in Anführungsstrichen ein Podcast sind, also kein voller Kurs, sondern zum Beispiel Dr. Med KI ist da ein super Beispiel. Ich finde es jetzt natürlich, ach, ganz unten hier. Den gibt es zum Beispiel auch als Podcast. Also hier auf dieser Plattform ist es dann MOOC, auch mit den Videos und ganz vielen H5P-Inhalten hier auch, die dann auch Interaktionen möglich machen. Aber es gibt auch den Podcast Dr. Med KI, der dann auch erhältlich ist. Und Hybrid, da nehme ich mal an, das ist also so Blended Learning. Das kommt dann so ein bisschen drauf an, wie es eingesetzt wird. Da müssen wir vielleicht mit der Interoperabilität so ein bisschen schauen, weil natürlich Daten so per se jetzt gerade, also die Schnittstelle ist noch nicht da, dass da Daten direkt an Ihr System zum Beispiel weitergegeben werden könnten. Aber wenn Sie da jetzt, weiß ich nicht, ja, das sind also auf Ihrer MOOC-Plattform oder so ein, also da dieses Zusammenspiel, da arbeiten wir noch an der Schnittstelle, dass das auch möglich ist. Also an sich könnte es aber, was die Fellows zum Beispiel machen, dass Lernangebote zuerst beim KI Campus durchgearbeitet werden und die Inhalte dann im Kurs an der Uni vor Ort oder halt jetzt natürlich auf Remote dann an der Uni eingesetzt werden, die Inhalte. Ich hoffe, das beantwortet das. Vielen Dank. Dann die nächste kurze Frage, auch wichtig, ich denke, ist nur die Anmeldung kostenlos oder die Kurse auch? Gilt das für alle oder bei Externen nicht? Tatsächlich ist alles kostenlos und da arbeiten wir gerade auch, also wenn Sie sich im Januar wieder einloggen, sage ich jetzt mal einfach so, dann wird auch die Startseite da ganz anders aussehen. Wir wollen das dann nochmal prominenter auch machen. Die Kurse sind kostenlos und wir haben da auch bei den kuratierten Kursen drauf geachtet, dass diese kostenlos sind. Manchmal, also da sind welche bei von Plattformen, wo man vielleicht für einen Leistungsnachweis was bezahlen muss. Aber wir haben schon darauf geachtet, dass die Kurse selber auch kostenlos durchgeführt werden können. Jetzt werden wir leider nicht mehr die Zeit haben, um alle Fragen zu beantworten. Ich mache das mal jetzt ganz auswahlhaft und hoffe, die Leute sehen mir nach, wenn ihre Frage nicht erscheint. Um mich beruflich weiterzuentwickeln, wäre es super, inhaltliche und formale Qualifikationen zu sammeln. Wie weit sind Badges und Zertifikate schon in die Kurslandschaft integriert, fragt Felix Weber. Ja, tatsächlich haben wir gerade diese Leistungsnachweise freigeschaltet für die ersten 2, 3 Kurse. Und das wird jetzt auch mehr, also auch Micro-Degrees und Badges werden dann auch kommen. Also da sind wir dran, dass es mehr und mehr wird, gerade auch mit den neuen Kursangeboten, die dann jetzt reinkommen. Und weil die Zeit auch schon wirklich zu Ende geht, frage ich als Letztes, Reto Wettach, warum gibt es keine Bewertung der Kurse durch die Nutzer? Sind alle Kurse von der Plattform kuratiert? Nee, also die Kurse, ich gehe nochmal hier, also die Kurse, die hier auf der, und die eigenen Kurse sind nicht kuratiert, die sind wirklich auch, also die werden über den Wettbewerb oder auch über andere Verfahren wurden die ausgewählt. Und das mit der Bewertung kann ich aber sagen, das ist auch ein Punkt, an dem wir arbeiten. Also wir sind halt, immer noch im Beta-Stadion auch und entwickeln uns immer weiter, sowohl inhaltlich, also die Kurse inhaltlich werden weiterentwickelt. Also gerne, wir möchten da gerne auch inhaltliches Feedback hören und machen da auch Befragungen innerhalb der Kurse, um sowohl das Kursangebot als auch die Plattform und das Portal, das drumherum auch immer weiterzuentwickeln. Also da sind wir auf jeden Fall auch auf, freuen wir uns immer über Feedback und sind da offen für. Ja, und also das mit den Bewertungen, das ist was wir auf der Liste haben, das möchten wir auf jeden Fall auch einbeziehen.
So, vielen Dank für die Antworten. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende unserer Zeit leider. Mir bleibt nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken für den sehr spannenden Vortrag. Und bei allen Leuten, die heute dabei waren, auch für das sehr, sehr zahlreiche Erscheinen. Super, dass so viele Menschen hier heute anwesend waren. Und hoffentlich bis bald in einer anderen Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Ich schaue mal, wie wir das mit den Fragen auch machen können. Melden Sie sich gerne bei uns, Daniela Delvos. Mein Name ist